Hallöchen zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich wieder bei einer neuen Folge von Die Siedler 2, wo wir so nach und nach hier das ein oder andere Gebäude noch bauen, um uns hier einen vernünftigen Vormarsch zu schaffen. Und zwar sind das die Katapulte, wo wir den Beschuss natürlich eingestellt haben, vorerst. Vorerst natürlich nur. Solange bis wir dann hier die Türmchen alle ausgeräumt haben. Ich muss mal sehen, inwieweit ich mich hier dann wirklich vorwage. Keine Rohstoffe gefunden im Kohlebergwerk auf jeden Fall. Das ist ja schade. Dann haben wir schon wieder ein Kohlebergwerk weniger hier oben, was arbeitet. Was gibt es denn hier eigentlich noch an Rohstoffen? Gab es da noch irgendwas? Gibt es hier noch Rohstoffe? Das sind jetzt schon mal interessante Fragen. Weil irgendwie, ich muss ja mit Gold und allem drum und dran irgendwie leben können. Und vor allem von der Kohle, ich brauche die Rohstoffe ja alle. So, hier werden Rohstoffe hin und her geschifft. Und Einheiten wahrscheinlich auch. Was für mich nicht so dramatisch sein sollte. Denn im Prinzip ist das ja eher vernünftig, eher gut für mich, wenn die hier ihre Einheiten hin und her schiffen. So, schon wieder ein Kohlebergwerk, wo keine Rohstoffe mehr gefunden werden. Das ist natürlich schon mal ein bisschen dramatisch. Warum passiert denn das hier? Warum gibt es hier denn keine Rohstoffe mehr? Okay, also, was ist in der Sache heute? Was müssen wir tun? Wir müssen uns hier ein wenig vorarbeiten. Ich sollte dafür sorgen, dass wir hier genügend Generäle nachliefern. Okay, da ist Münzzufuhr eingestellt. Das wollte ich gerade noch mal überprüfen. Und hier natürlich nicht. Klar. Da ist natürlich nicht eingestellt. Oh, hier sind aber auch gar keine. Ach so, die kommen dann von hier. Wo hatte ich die denn jetzt mittlerweile? Ach, hier habe ich die. Okay. Gut. Hier habe ich das Gebäude geräumt. Da können dann neue Soldaten einlagern. Dann kommen dann hoffentlich hier ein paar Rekruten. Sehr gut. So, was ebenfalls in der Sache ist, ich sollte hier vielleicht unsere Generäle alle zur Front verlagern und die sollen dann nicht hier reingehen, das wäre ziemlich doof. Ja genau, die liefen nämlich, die zwei laufen jetzt nämlich schon hier hin, oder einer zumindest. Okay, und dann gucken wir, kein Arbeiter im Gebäude, was? Haben wir keine Schaufel? Dann machen wir mal eine Schaufel. Schaufel. So. Wie viele Rohstoffe haben wir überhaupt? Wie viele... Oh Gott, 10 Spitzhacken. Ich glaube, wir können auch mal entspannt unseren Schlosser mal pausieren, sobald er hier die Schaufel fertig gemacht hat. Ich glaube, dann wäre es nicht so dramatisch. Dann pausieren wir einfach mal die Schlosserei. Produktion aus. Okay. Gut. Also, was tut sich hier? Hier tut sich erstmal gar nichts. Außer, dass wir hier genügend Leute haben. Weil, sobald ich hier diesen Turm angreifen werde, werden vermutlich ganze Haufen Leute ankommen und mich hauen wollen. Gehe ich mal fest von aus. Die gelben nämlich hier. Die von der Produktivität nicht, sondern militärischen Stärke schwächer sind als ich. Aber deutlich mehr Goldmünzen haben. So, Problem. Was ist das Problem? Die werden mich ziemlich foppen, wenn ich Pech habe. Und das will ich natürlich nicht. Okay, Granitbergwerk und alles funktioniert hier. Das ist gut. Holzverleute und Sägewerk wird da gebaut. Das ist schön. Kohlebergwerk wurde errichtet. Okay. Soll ich das jetzt mal wagen, hier einfach mal anzugreifen? Ich traue mich irgendwie nicht so recht. Andererseits... Notfalls haben wir hier genügend Pause und unsere Katapulte können hier ja auch im Zweifelsfall alles wegschießen. Soll ich das mal probieren? Einfach mal hier angreifen. Ja, wir probieren das einfach mal. So, ich greife hier mal mit 6 Leuten an. Das reicht ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Da werden dann natürlich von hier die ganzen Generäle nachrücken. Okay, die laufen auch alle hier rein. Das ist perfekt. Das ist sogar ziemlich perfekt. So, das heißt, die machen die jetzt hier fertig. Und hier wird jetzt ziemlich bald
der erste Stein fliegen. Der ging zu kurz. Damit können wir... Oh, da kommen aber ziemlich viele. Okay, wir reißen das einfach mal ab, das Gebäude. So. Wieso ist da nur ein General? Wo sind die anderen? Oder sind das alle... Nee, das sind alle sechs, glaube ich. Das sieht nur so langsam aus. Oder ist das nur einer? Das sieht aus, als wäre es nur einer. Ist das nur einer? Wo sind die anderen? Okay, die ziehen sich jetzt auf jeden Fall alle zurück. Das war vielleicht doch gar nicht so schlau von mir. War vielleicht doch gar nicht so schlau von mir. Okay. Doof gelaufen. Da machen wir den Beschuss jetzt aber an. Ja, das war ja doof. Okay. Okay. Wir schauen einfach mal, was passiert. Wir lassen die einfach mal angreifen, die Gelben. So, ich habe hier ja eine große Macht. So, und jetzt kommen auch schon die Angriffe hier. Das Katapult wird aber nicht schießen können. Das ist schon mal gut. Ich werde angegriffen am Wachturm. Ja, das war ja zu erwarten. Das war ja sehr zu erwarten. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir hier die ganzen Generäle alle platt machen können. Aua. Aua. Kassiert unser gerade ziemlich. Unser General. Okay, der General hat gewonnen. Er hat auch kaum was eingesteckt. Ja. Okay, der General hat auch gewonnen. Oh, da hat ein feindlicher General gewonnen. Oh, toll. Ja, der hat auch auf den Sack gekriegt. Super. Boah, muss der jetzt schon gegen den dritten kämpfen oder wie? Boah, gegen wie viele muss der denn kämpfen? Ja, da haben wir jetzt ziemlich auf den Sack gekriegt gerade. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht haben wir auch gar nicht so viel auf den Sack gekriegt. Die Frage ist natürlich, wie viele... Warte mal, ich mach mal ein bisschen langsamer. Also wir bauen jetzt einen Wachturm. Die Frage ist natürlich, die rüsten hier jetzt ständig nach mit Einheiten. Wie viel Nachschub haben die? Das ist die Frage. Das wird die Frage sein, die uns auch weiter beschäftigen wird. Werden die jetzt ständig mit Leuten ankommen und versuchen mich hier platt zu walzen? Oder was machen die? So, das geht zu weit, das können wir mal angreifen. Weil das ist jetzt genau die Frage. Aber wir können ja mal gucken, was für Soldaten da in diesen Wachturm da vorne reinlaufen. Okay, die kommen jetzt erstmal mit einem Angriff. Oh, warte mal. 77, 77, 77. Okay, die sind auf jeden Fall alle voll motiviert. Und da kommen auch die Stärksten raus. Militärgebäude erobert, das ist auch gut. Okay, das ist sehr gut. So, und hier muss ich natürlich warten, was passiert. Oh, da kommen natürlich echt viele an jetzt. Tja, mal sehen. Also ich muss eigentlich erstmal darauf hoffen, dass meine Generäle die alle kaputt kloppen. Und wir... Okay, der hat schon mal sehr gut sich geschlagen. Aber... Oh, der hat auch gewonnen, aber der wird natürlich von dem jetzt, ja, einfach mal... Das finde ich so kacke, dass dann da kommt einer und der macht dann plötzlich den Endkampf danach und macht dann... Man muss dann ein General zwei von denen besiegen, wenn... Ja, genau, der hat auch jetzt nochmal schön einen abgekriegt und der wird jetzt wahrscheinlich auch gleich noch sterben, genau, und jetzt wird der auch gleich noch sterben, weil nämlich ein General von denen einfach so krass drauf ist. Und deswegen sterben alle von meinen Generälen. Richtig cool. So, da werden jetzt richtig fett Goldmünzen hin und her getragen, ne? Blätter, die da einfach mal angreifen. Komm. Ah, guck mal, und hier kommen jetzt so Schwache. Okay, hier kommen jetzt die ganzen Schwachen. Die besetzen den Turm. Das heißt, da können wir einfach mal mit unseren anderen Generälen einfach angreifen. So, machen wir einfach mal, ne? So, schauen wir mal, wie viele von unseren da das Ganze jetzt... Okay, da kämpfen wir auf jeden Fall schon mal gegen ein paar Schwächere. So, ich werde jetzt einfach mal den totalen Krieg ausrufen. Ja, der hat schon mal auf den Sack gekriegt. Ja. Okay. Der hat sehr gut sich geschlagen und der muss jetzt halt auch nur gegen diese Schwachen ran. Das ist schon mal sehr gut, weil die Schwachen, die haben natürlich keinen Nachschub, ne? Das ist natürlich sehr cool.
Da können wir jetzt auch noch mal ein paar weitere Leute in den Krieg rufen. Und da kommen jetzt nämlich auch nur noch so Schwache hinterher, um sich zu verteidigen. Ah, das finde ich gar nicht so schlecht. Auch keine Rohstoffe gefunden im Granitbergwerk. Da muss ich nochmal... Schade. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. So, ach, die greifen jetzt an hier, oder was? Was hier los? Ach so, die greifen jetzt hier an. Ha! Ja, von mir aus. So. Aber wir werden hier uns weiter verteidigen. Okay. Weil solange die hier kämpfen und ihre Leute rausholen müssen aus den Militärgebäuden... Oh Gott, wo sind die denn ganz hingelaufen? Solange werden die natürlich nicht... So, warte, jetzt muss ich erstmal hier kurz gucken. Da ist ein Katapult, das schießt natürlich auch direkt. Okay. Schießt natürlich direkt. Trifft der? Oh, der trifft. Ja, dann reiße ich lieber nochmal ab. So. Hier können auch nochmal 5 angreifen. Ja, da müssen jetzt nämlich die ganz Schwachen rauskommen und sich verteidigen. Und dann ist natürlich das Problem, dass die... Oh, haben wir besiegt. Haben wir eingenommen. Sehr gut. Das gefällt mir. Haha. Sehr nett. So, dann kloppen die sich erstmal hier. Da kommen jetzt nochmal 2 Generäle an. Und hier sind jetzt tatsächlich fast nur Schwache, die sich verteidigen. Gut, hier ist ein General, da ist noch ein weiterer General, die lungern hier noch irgendwie rum. Okay, aber hier kommen jetzt nur die Schwachen. Das Gute ist halt, ich habe alle meine Generäle schon vorher ausgebildet. Deswegen kann ich sofort nachrüsten, sage ich mal. Die jedoch müssen mit ihren kleinen jämmerlichen Fitzeltruppen da haushalten. Oh, ich krieg trotzdem ganz gut auf den Sack. Ja, ich krieg natürlich trotzdem ganz gut hier auf den Sack. Ja, weil die hier noch genügend Generäle zum Verteidigen haben. Ja, okay, aber wir haben einen General besiegt. Vielleicht können wir das Scharmütze hier tatsächlich durchhalten. Wir können natürlich auch einfach versuchen, hier nochmal anzugreifen mit einer ganzen Armee. Dann gucken wir mal, was da sonst noch so kommt. So, da können wir jetzt natürlich erstmal nicht mehr angreifen, weil ich jetzt keine Leute mehr habe. Und da kommen... Oh, sehr gut, da kommt jetzt sogar schon billiger schon? Ach nee, das war ein... Ja, das war einer von denen. Okay. Das war einer von denen. Okay. Das ist anscheinend der Unteroffizier oder so, ne? Der Offizier. Einer von denen. Sehr gut. Aber das Ding sollten wir jetzt eigentlich auch gleich eingenommen haben. Kommt denn da noch großartig was jetzt? Okay, ich muss natürlich auch gucken. Wie viel haben wir hier noch an Nachschub? 26 noch. Das ist nicht mehr viel. Andererseits, natürlich könnte es auch daran liegen, dass wir hier noch so viele Leute in den Gebäuden haben. Dann sollten wir die natürlich auch mal einnehmen. So, hier kann momentan nicht angegriffen werden, weil wir keine Leute zur Verfügung haben, die da angreifen könnten. So, wie viel hat der noch? 2 Trefferpunkte, der hat auch nur noch 2 Trefferpunkte. Der hat noch 5, okay, das ist okay. Hier, die sollten das eigentlich noch reißen können, weil der eine General da... Ach, guck mal hier, was ist denn hier los? Oh, das ist natürlich nicht so nice, dass wir hier jetzt wieder angegriffen werden. Okay, Militärgebäude erobert. Alter, ach so, das sind die da unten. Ich wollte gerade sagen, was geht denn da? Wo erobern wir hier überall Militärgebäude? Halleluja. Okay, so, sehr schön. Das ist schon mal ideal. Haben wir hier schon mal echt gut uns durchgeprügelt. So, da kommen meine ganzen Kampftaktiken hier jetzt alle zum Tragen. Ist hier ein Katapult? Nee, kein Katapult. Sehr gut. So, und da dürfen wir natürlich nicht nachlassen jetzt. Das heißt, immer weiter drauf. Immer feste drauf. Und die kriegen jetzt auch noch schön Nachschub. Wunderbar. Oh, hier mal was kaputt gemacht, würde ich sagen. Ha, hier mal was kaputt gemacht. Ein bisschen. Also, dann machen wir Goldzufuhr mal aus bei allen. Da auch. Zack. Zack. So, die können wir räumen hier, das Gebäude. Das Gebäude kann ich auch mal räumen. Da sollte eigentlich nichts
Dramatisches passieren. Im Normalfall. Das kann ich auch räumen und hier kann ich auch räumen. So. Und das ist schon so weit weg, dass ich eigentlich auch räumen kann. Und hier auch. Okay, das auch. Ist hier sonst noch irgendwo jemand? Ja, den können wir auch rausschicken. Den können wir auch rausschicken. Und ich muss natürlich auch trotzdem weiter hier kämpfen, bevor die hier noch mehr Soldaten kriegen. So, das heißt hier auch nochmal schön mit 14 Leuten reinrennen. Wo ist... Ach Gott, das Tor ist ja noch ewig weit weg. Halleluja. Aber wir haben die militärische Stärke von ihnen erstmal sehr schön, ja, gesenkt. Da ist jetzt deutlich weniger. Okay, und hier laufen noch die ganzen Esel und die ganzen Pinken rum. Tut mir leid um euch. Tut mir echt leid, aber tun ja nichts dafür. So, was haben wir hier? Guckt mal. Da sehen wir hier die ganzen verschiedenen. Also den ganz einfachen. Dann sehen wir hier den etwas stärkeren. Dann hier die dritte Stufe, würde ich mal vermuten. Ja, das ist die dritte Stufe, denn die vierte Stufe ist ja der Kollege hier. Und da kommt dann der General, also Stufe 5. Jo. Das ist natürlich dann nochmal ein bisschen härter. So, und ich muss einfach... Wenn ich dafür gesorgt habe, dass sein Nachschub so weit unterbrochen ist, zum Beispiel hier. Hier ist der Nachschub schon mal gen 0. Da sind nur zwei Leute drin. Das heißt, so langsam ist sein Nachschub an Truppen vielleicht ein wenig unterbrochen. Und das würde dann sehr für uns sprechen, weil dann kann er Goldmünzen haben, so viel er will. Wenn er damit keine Leute mehr auflevelt, dann hat sich das mit den Goldmünzen. So, hier können wir nochmal ein bisschen... Können wir eigentlich schon gleich wieder räumen, ne? Ja, komm! Na, komm! Na, komm! Okay. Machen wir einfach so. So, wie sieht's hier aus? Mittlerweile gut geräumt. Oh, da wird noch ein General hier ein bisschen verprügelt. Da können wir mit zwei angreifen. Das ist ein bisschen wenig. Das ist mir ein wenig zu wenig. Ein bisschen zu wenig. Okay. Gut. Das Gebäude auch eingenommen. Sehr schön. So, wie sieht's denn aus? Kommen denn da jetzt wirklich noch viele Leute nach, oder? Also, hier sind jetzt tatsächlich nur noch so ein paar. Oh, bitte, der General, der sollte das bitte noch schaffen zu überleben. Das finde ich sehr nett. Das finde ich sehr schön. Okay, hat er geschafft. Sehr gut. Dankeschön, Kollege. Danke, danke, danke dafür. Okay, hier hinten sind noch ziemlich viele Leute drin. Das heißt, am besten schlage ich mich auf der Seite weiter vor. Okay. Ha, anscheinend habe ich tatsächlich die Truppenversorgung von denen ein wenig eingedämmt. So, der General mit zwei Leben, der geht erstmal wieder nach Hause. Okay, da kommt jetzt allerdings auch nur einer mit fünf raus. Nicht schön. Oh, und da sind noch zwei Generäle. Oh, weh. Okay. Ja, mal sehen. Dann werde ich ein paar verlieren. Aber Hauptsache, er verliert mehr. Das ist mir die Hauptsache. So, warte mal. Ich muss hier unten gucken. Wie viel habe ich denn da noch? 25. Ach Gottchen, guckt euch das an. 25. So, kommen da wieder welche nach. Sehr gut. Das heißt, meine Goldproduktion und Truppenproduktion läuft schnieke. Das gefällt mir. Ja, der General, der geht leider gleich drauf, weil der gegen den General kämpfen muss. Das war zu erwarten. Na? Oder rockt er das noch? Nee, das rockt er natürlich nicht. Wieso sollte er auch? Dazu war er dann doch zu angeschlagen. Oh, und der kriegt auch gut, aber vielleicht überlebt das. Alter, der kämpft mit einem Lebenspunkt wie ein Berserker. Oh, und er hat tatsächlich gewonnen. Ich glaub's ja nicht. Geile Kiste. Sehr gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass er mit einem Lebenspunkt das Ganze noch rockt. So, wie sieht's hier aus? Also, wirklich viel Nachschub scheinen die echt nicht mehr zu haben, ne? Da kommen jetzt noch welche und greifen hier an. Okay, das sind auch gleich Generäle natürlich, ist ja klar. Super. Jetzt sehe ich auch mal, dass wir hier coole Bergwerk ohne Produktion haben. Habe ich bestimmt jede Menge übersehen. Keine Rohstoffe gefunden in der Fischhütte, zum Beispiel da. Gibt es bestimmt noch ein paar mehr solche Meldungen hier, oder? Ups. Gibt es noch mehr? Gebäude ohne Arbeiter. Nö, das ist was anderes. Gebäude ohne Arbeiter. Nee.
das ist okay. So, wie sieht die Schlacht am Wachturm aus? Da stecken ja schon ein paar Verluste ein. Und seine Truppen erholen sich ein bisschen. Okay, ich sollte ihn nicht zu sehr sich erholen lassen. Okay, wir greifen hier an. So, da kommen jetzt tatsächlich schon wieder nämlich stärkere Leute wieder raus. Okay, ich gehe da trotzdem davon aus, dass hier die meisten Schwachmaten irgendwo unterwegs sind, um zu helfen. Auf anderen Inseln irgendwo hier hinten vielleicht feststecken. Sieht nämlich tatsächlich so aus, weil er hier so viele Leute hat. Kann er nicht alle Leute hier haben? Das finde ich ganz schön. So, die sollen mal hier kämpfen. Da kämpfen ja nicht so viele Leute jetzt. Okay, danke schön. Danke dafür. Das haben wir auch schon mal sehr entspannt eingenommen. So, das wird hier wahrscheinlich dann genauso entspannt weitergehen, hoffe ich. Okay, ein vollständig genesener General macht den fertig und das ging ja ziemlich fix, weil der wahrscheinlich schon... wieso geht der wieder? Ach so, okay. Der hat noch ein paar Leben. Da sehe ich nicht, wie wir gehen. Toll. Super. Hat er noch einen General von mir getötet? Danke. Der ist also hier der Schnetzler. Der macht alles kaputt. So, ich sollte dafür sorgen, dass wir vielleicht die Kollegen hier hinten ein bisschen aus dem Weg... Also, dass wir die dann auch mal hier zur Front kriegen. Dazu sollte ich eigentlich nur dieses Gebäude hier einnehmen und dann sollten die alle von sich aus schon nach Hause laufen. So, wie sieht es sonst aus? Also hier müssen wir noch ein bisschen warten. Er hat nicht mehr viele Leute hier, ne? Er hat echt nicht viele Leute. Es ist auch nur einer in der Festung drin. Das ist sehr gemütlich. Und dann würde ich sagen, sobald wir dieses Gebäude hier eingenommen haben, falls unser General natürlich stirbt, ist ja klar. Sobald wir das hier eingenommen haben, dürfen wir auch die Folge beenden. Ja, danke. Ja, danke. Mach den auch noch fertig hier. Alter, der kassiert hier gar keinen Treffer. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge schnell beenden. Hallo? Der ist nicht schlecht hier. Der Kollege da drüben, der steckt. Okay, und dann können wir jetzt die Folge beenden. Juhu. Und warte mal, ich mach mal ein bisschen langsamer hier. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja heute wieder eine sehr kloppereireiche, also eine verlustreiche Folge, aber auf beiden Seiten. Ich glaube, wir haben das nicht so schlecht gemacht, da wir uns echt gut vorbereitet haben auf diesen Kampf. Konnten wir halt echt mit generieren viele Verluste vermeiden und halt auch seine Truppen, seine Nachrückertruppen sozusagen relativ gut ausschalten. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.